glücklich, gesund, intelligent, unsterblich. Die Menschheit braucht ein Software-Update. Was ist Zukunft? Sind Zukunft neue Technologien, technologische Entwicklungen, Innovationen? Das, was uns oft auch über Hollywood-Blockbuster Sorgen macht oder möglicherweise auch fasziniert, attraktiv ist. Es ist die künstliche Intelligenz, die die Weltherrschaft übernehmen wird eines Tages und uns möglicherweise in einer Art Tierpark für Menschen festhalten wird. Zukunft ist aber zunächst einmal einfach nur das Offene oder der Möglichkeitsraum, ein Spielraum für Entwicklungen, die wir aber heute entscheiden müssen. Die Zukunft lebt also von dem Heute und von unseren Entscheidungen, beziehungsweise auch von der Visualisierung oder Virtualisierung davon, was soll für uns Zukunft sein. Und wenn wir uns das vorstellen, müssen wir heute uns auf den Weg machen, die passenden Entscheidungen zu treffen für eine dann passende Zukunft. Ja, das, was ich gelernt habe eigentlich damals, mache ich heute nicht mehr. Und das, was ich mache, habe ich eigentlich nie wirklich gelernt. Also einfach so viel dazu, zu Kompetenzen. Ja, und was ich in 15 Jahren meiner Pension, was ich dann vor Pensionsantritt machen werde, weiß ich eigentlich auch nicht, weil sich das alles enorm verändert. Ja, also wir brauchen ständig neue Kompetenzen. Manche haben einfach Angst davor. Ja, da muss ich mich nochmal komplett umstellen, komplett neu was einstellen. Man kann das sozusagen als Problem betrachten, man kann es als Chance betrachten. Die Frage, die uns und insbesondere mich beschäftigt, wer wollen wir in Zukunft eigentlich sein? Der Möglichkeitsraum, die Chancen sind enorm, die wir jetzt schon international, global sehen in den ganzen Entwicklungen und Laboratorien. Wollen wir uns in Zukunft gewissermaßen als Cyborgs verstehen? Eine Kombination aus künstlichen Teilen, aus digitalisierten Teilen und aus Biologie. Die Chancen sind enorm. Entwicklungen, die uns diese ermöglichen können, ob es jetzt die Gentechnologie beispielsweise ist, mit der Genschere CRISPR-Cas9, um uns endlich einmal von den vielen Schwierigkeiten auf der gesundheitlichen, biologischen Ebene zu befreien, die Krankheiten, vor allem diese Erbkrankheiten, die wir immer genauer lokalisieren und möglicherweise künftig auch eliminieren können. Auch die einzelnen Gesundheitsbereiche müssen sich diese Fragen stellen und stellen sich diese Fragen jedoch aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Sowohl die Träger, beispielsweise Krankenhausträger, aber auch die Ärzteschaft, die Gesundheitsberufe insbesondere, auch die Pflege, kommen von jeweils ihrem Tätigkeitsfeld auf diese Fragen zu und müssen sich damit beschäftigen. Dazu möchte ich einerseits einen Beitrag leisten, um Überblicke zu geben, Angebote auch zu machen, auch für Unternehmen, wo kann man Entwicklungen vorantreiben, wo kann man sich investieren, um dann gemeinsam auch aus einer philosophisch-ethischen Perspektive auf diese neuen Entwicklungen und Technologien zuzugehen, um dann kritisch reflektiert günstige und für uns passende Antworten zu entwickeln. Warum brenne ich für dieses Thema und diesen Bereich? Ja, zunächst einmal deswegen, weil es einfach eine coole Materie ist, ein cooler Bereich ist. Es ist hochspannend, absolut spannend und auch aktuell, aber auch mit sehr vielen Herausforderungen verbunden. Und ich bin mir sicher, die meisten Menschen haben sich diese Fragen schon gestellt, anhand verschiedener Filme zum Beispiel, die man gesehen hat, von seinerzeit Knight Rider, dem Kid, bis in die Gegenwart zu Transcendence oder Her. Im Grunde müssen wir gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Wie ich zu Beginn gesagt habe, Zukunft ist nicht irgendwann, Zukunft passiert heute. Zukunft ist ein Möglichkeitsraum, ein Spielraum, den wir füllen müssen und lebt von diesen Entscheidungen, die wir heute treffen. Zukunft ist nicht irgendwann, sondern Zukunft passiert jetzt.